Damen und Herren, ich will Sie heute Abend herzlich willkommen heißen in unserem kleinen Zirkus. Wir werden Ihnen heute welche unserer allerbesten Nummern zeigen. Wir haben lange geübt, sie sind lange ausgereift und nun werden wir Ihnen unsere Ergebnisse zeigen. Ich werde Ihnen sagen, es wird Sie von den Socken hauen. Es wird eine wunderbare Vorstellung heute Abend, ich weiß es jetzt schon. Ich würde sagen, dann rede ich gar nicht mehr lange, sondern wir fangen gleich mal an. Mit unserer Pantomime, Letizia. Komm her. Hallo. Was wirst du uns denn heute zeigen? Eins, zwei, zählen kann ich auch. Nein, du bist stumm. Pantomimen sind stumm. Zählen kann ich auch. Eins, zwei, drei. Ja, und jetzt? Okay. Die Tür ist noch offen. Der Schlüssel. Der liegt da hinten. Du solltest eventuell noch irgendwie rauskommen, oder? Fenster? Nein? Schlüssel. Der Schlüssel steckt noch nicht. Und warum schlägst du dich jetzt im Auto? Du machst gerade von wegen beide Hände im Lenkrad oder so? Augen auf die Straße? Auto! Du hast da oben Wimperntusche. Da. Hier. Du machst es nur schlimmer. Ja. Das hebst du jetzt wieder auf. Doch. Das hebst du wieder auf. Das hebst du auf. Doch. Das ist jetzt deine Schuld. Ich mag dich auch. Nein, nicht schon wieder. Das war doch eine ganz wunderbare Nummer. Sie beeindruckt mich immer wieder. Obwohl ich immer noch nicht weiß, was sie mir damit sagen will. Ich werde einfach nicht aus ihr schlau. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Nummer. Sie werden wirklich welche unserer allerbesten Mitglieder sehen. Sie werden zeichnen. Das sind unsere Puppe und unser Puppenspieler, Fuchs und Autokar. Nun, verehrte Damen und Herren, Sie müssen wissen, meine Puppe ist nicht irgendeine Puppe, nein, sie ist die Puppe. Alle Puppen. Und sie hat zahlreiche Talente, unter anderem kann sie unfassbar gut zeichnen. Ja. Sie werden bestätigen können. Sie hat noch einen alten Van Gogh im Keller. Pff, schmeißen Sie den weg. Sowas haben Sie noch nie gesehen, was meine Puppe gezeichnet hat. Wir haben demnächst Ausstellungen in New York, Paris, wenn es gut läuft, auch in New York. Und sie werden heute die einzigartige Gelegenheit haben, sich zeichnen lassen, zu lassen können. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Und ich würde es wirklich Ihnen empfehlen, diese Chance zu nutzen, denn, ja, passen Sie gut auf, die Bilder meiner Puppe werden später noch Milliarden wert sein. Wir alle wissen, wenn der Künstler tot ist, steigt der Wert des Bildes in die Höhe. Ja. Also vererben Sie es an Ihre Kinder, Enkel. Es wird sich lohnen. Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Freiwillige vor, wer möchte sich porträtieren lassen? Wie nehmen wir denn? Dann nehmen wir dich. Nun wird unsere begabte Künstlerpuppe erst einmal die Skizze anfertigen. Es dauert nicht sehr lange und man sieht meist schon an den Umrissen, dass es ein Meisterwerk wird. Ich meine, allein schon die Skizze ist besser als irgend so ein Kack-100-Wasser. Wow.
Puppe ist lächerlich im Gegensatz zu unserer Puppe. Jedes Mal erstaune ich vor Ehrfurcht vor meiner eigenen Puppe. Auf jeden Fall.